Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute werden wir was ganz Besonderes machen. Und zwar, wie im letzten Video angekündigt, werde ich heute mal wieder etwas kochen. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Ihr seht es wahrscheinlich schon im Thumbnail und im Titel. Ich zeige euch jetzt erstmal alles, was ich dafür brauche und was wir überhaupt machen. Dann haben wir einmal als erstes den Ketchup. Da habe ich auch gegoogelt, es soll vegan sein. Habe ich natürlich alles nochmal vorher nachgeguckt. Und ja, ist der Originale aus dem zweiten Video. So, dann auch aus dem zweiten Video. Sowas nehme ich sonst nicht. Nur lose Gewürze und dann zusammenmischen. Schon allein, naja. Deswegen hier. Aber heute ist mal eine kleine Ausnahme. Dann haben wir zweimal Spaghetti. Einen habe ich gestern gekauft, einen habe ich gesehen, hatte ich noch angefangen von letzter Woche. Wusste ich gar nicht mehr. Wir hatten auch die anderen gefunden, die hatten aber Ei drin, deswegen habe ich jetzt ganz einfache genommen. Und dann als Ölersatz haben wir einmal hier die Butter, dann brauche ich kein neues Öl kaufen, da es ja eigentlich hier auch prinzipiell Öl ist. Ist ja nicht mal richtige vegane Butter. Und schwere Entscheidung, wir haben jetzt das Hack einmal genommen. Und falls ihr schon das Hack euer Vertrauens gefunden habt, dann nehmt natürlich lieber das. Ja, weil es geht natürlich nicht viel um Geschmack, sondern eher um Konsistenz. Und wenn es da bessere gibt, lasst es mich natürlich wissen. Und dann würde ich sagen, blende ich euch einmal das Video ein, wie man das zubereitet. So, heute kommt bei mir auch ein neuer Topf zum Einsatz. Der ist ganz neu, wie man sieht. So, als erstes werden natürlich die Spaghetti gekocht. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. So, dann geht hier einmal die Butter rein. Ungefähr so viel machen wir erstmal rein. So. Ich überlege jetzt, ob ich das ganze Fleisch nehme, weil das nämlich hier 275 Gramm sind und nicht 250, wie hier drauf steht. Und der Rest geht hier gleich mal locker flockig rein. Leider hat man es noch nicht ganz hinbekommen, dass die Konsistenz sich auch in der Mitte hält. Aber aussehentechnisch schon mal sehr gut. Oh, man sieht hier schon. Oh, 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 oh. Oh, das ist, glaube ich, ein bisschen zu heiß. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen zu klein gehackt. Ja, also das jetzt nicht. Vielleicht immer, dass hier noch solche Stückchen übrig sind. Macht aber wahrscheinlich gar nichts. Man sieht auch ein bisschen, es wird hier schon dunkler. Einmal in dem Wasser hier abspülen. Ich glaube, das ist jetzt soweit fertig. Wir machen jetzt einmal das Pulver rein. Ich hoffe echt, dass das nicht zu kräftig wird vom Geschmack. Zack. So, ich glaube, das reicht hier erstmal für meinen kleinen Teller. So. Ich muss sagen, es sieht nicht schlecht aus. So. Der Teller ist wahrscheinlich viel zu klein, weil der Teller ist eigentlich so groß wie die Portion. Aber das werde ich schon hinbekommen. Und der Rest, es ist noch einiges übrig geblieben, kommt dann heute Abend oder morgen Mittag. Die Verkostung muss jetzt so stattfinden, denn vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, als ich letztes Mal gestreamt habe.
Ja, musste ich meinen Tisch mehr oder weniger auseinanderbauen, weil ja, der nicht mehr so gut an der Wand gehalten hat, sagen wir es jetzt einfach mal so. Aber es schmeckt auf jeden Fall. Man kann es auch in vegan machen. Ist approved. Ich werde es auch auf jeden Fall noch die Tage alles aufessen können. Falls ihr mal was Neues ausprobieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Wie gesagt, nicht so viel Ketchup. Vielleicht auch alternativ ein bisschen Wasser mit rotem Pesto mischen, könnte ich mir auch vorstellen. Dann hat man noch ein bisschen leicht was anderes mit drin. Aber so, ansonsten finde ich es nicht schlecht. Könnte auf eine 7,5, 8 von 10 kommen. Wenn man das jetzt noch mit Käse pimpt oder sonst was, dann kann es auf jeden Fall was Krasses sein. Damit verabschiede ich mich auch in diesem Video und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mal mehr solche Sachen sehen wollt, wo ich Sachen, natürlich müssen sie easy sein, das ist klar, nachkoche, könnt ihr gerne mal verschiedene Sachen reinschreiben. Oder einen Daumen nach oben in die Kommentare schreiben, dann weiß ich, okay, sowas in die Richtung feiert ihr. Ihr habt ja schon gemerkt, in der letzten Zeit, mein Content besteht aus Food jetzt hauptsächlich und Lifestyle heißt Daily Vlogs oder wenn ich natürlich unterwegs bin, dann normale Vlogs. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Like da lassen wäre gut, Kommentar schreiben wäre noch besser und abonnieren wäre natürlich am besten. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal.